Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Ja, ein Monat ist schon wieder vorbei. Irgendwie geht das gefühlt immer schneller. Die Weihnachtszeit steht an und so weiter. Ja, ich fasse jetzt mal November und Dezember, wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, zusammen. Ganz einfach, weil ich sehr fleißig war bisher. Ich hatte ja im November Geburtstag, jetzt kommt dann noch das Weihnachtsgeld dazu und so weiter. Da habe ich jetzt schon mir so einiges gegönnt und für Dezember soll es das jetzt auch gewesen sein. Man muss es eigentlich übertreiben, ich will ja erstmal das Spiel, was ich mir alles gekauft habe. Ja, es ist wieder einiges passiert und zwar ein paar Switch-Spiele habe ich mir geholt, natürlich auch ein paar klassische Spiele. Ich war letzten Sonntag auf der Pixelbörse in Düsseldorf im Zack. Herrlich, Veranstaltung. Dazu gleich später. Das will ich so ein bisschen jetzt in zwei Teile teilen. Einmal die Sachen, die ich jetzt außerhalb dieser Börse gekauft habe und einmal während der Börse. Ich würde sagen, wir fangen gleich ohne groß Gerede an mit dem ohne die Börse. Später dann, wie gesagt, mehr zur Pixelbörse, die übrigens fantastisch ist. Aber fangen wir an. Und zwar, normalerweise zeige ich euch ja nicht meine Musik-Pickups, aber dieses Mal kann ich es nicht anders machen. Und zwar habe ich mir das Album von Krut geholt. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich viele kennen. Das ist die Band, wo auch der Weidemann vom Kanal Schroff gezockt mitspielt. Super sympathischer Typ und echt geile Mucke. Dafür, dass sie das quasi nur hobbymäßig machen, finde ich das richtig, richtig gut. Ist genau mein Stil. Also wenn ihr so ein bisschen auf härteren Metal steht, würde ich euch das Album auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe euch die Bandseite unten verlinkt, wenn ich es nicht vergessen habe. Also hier, Panda. Beim Schneiden hier schön den Link unten einblenden, ne? Auf jeden Fall kann ich euch das sehr, sehr gut empfehlen. Und er hat mir nicht nur diese CD geschickt, die ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne mag, sondern auch noch drei Gameboy-Spiele als Geschenk. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Weidemann. Und zwar einmal Monster Max. Ja, das sagte mir so ein bisschen gar nichts. Das habe ich kurz reingespielt, natürlich für die Aufnahmen. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses Altered Space 3D, hieß es, glaube ich, aus dem Erscheinungsjahr. Also isometrische Sicht. Ihr navigiert da drin rum. Ja, ist natürlich wie dieses alte Problem mit der isometrischen Sicht. Die Steuerung fühlt sich einfach nicht hundertprozentig richtig an. Aber vielleicht muss man sich da auch einfach nur eingewöhnen. Ich schaue mal, wann ich mir das mal etwas näher betrachte. Und jedenfalls, das hat er mir geschickt. Dann Bad and Red. Das war ich schon immer so ein bisschen neugierig drauf. Und zwar, weil das aus dem Skate or Die Universum ist. Und Skate or Die habe ich damals auf den 386er hoch und runter gezockt. Ich glaube sogar noch mit EGA-Grafik, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jedenfalls, das ist quasi so eine Art Spin-off der Serie für den Game Boy. Ja, scheint so eine übliche Skate-Minispielsammlung zu sein. Ist auch nicht gerade einfach. Ich habe mal geguckt, hat aber ganz gute Bewertungen. Eigentlich, also muss es sich ja theoretisch lohnen, da auch die Mühe reinzustecken. Das hat er mir geschickt. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Und als letztes Killer Instinct. Da habe ich jetzt sogar zu diesem Zeitpunkt auch schon einen Test zugemacht. Der müsste, boah, lasst mich kurz überlegen, wenn das ausgestrahlt wird, übernächste Woche kommen. Ich versuche ja immer so ein bisschen zwei Wochen im Voraus zu produzieren, weil irgendwie sonst werde ich unruhig. Ich brauche immer irgendwie ein paar Tests auf Halde, ich weiß auch nicht wieso. Ist gar nicht so schlecht. Also dafür, dass so diese typische Prügelspiele auf den Gameboy haben es ja eigentlich schwer. Ich habe ja auch schon so ein paar Gurken behandelt, weil ja eigentlich die, also Mortal Kombat zum Beispiel, das ist ja nicht gut auf dem Gameboy. Weil es natürlich auch, der Gameboy hat begrenzte Knopfanzahl, die Leistung ist nicht unbedingt die beste und so weiter. Aber dafür ist das echt solide umgesetzt. Also, wie gesagt, diese drei Spiele hat er mir kostenlos dabei geschickt. Vielen, vielen Dank dafür natürlich. Hat mich wirklich sehr gefreut und alle Spiele hatte ich sogar noch gar nicht. Also, perfekt, da geht's nicht, würde ich sagen. Ne? So, dann kommen wir zur nächsten. Da habe ich mir noch ein Gameboy-Spiel so bei einer Ebay-Auktion geholt, und zwar Bubble Ghost. Davon habe ich jetzt ja auch schon noch ein Review schon gemacht. Sehr, sehr sympathischer kleiner Puzzler, wo ihr so einen kleinen Geist spielt und dann einen Luftballon durch ja so ein Level pusten müsst, weil ihr seid natürlich ein Geist, logischerweise, wie der Name schon sagt. Und deswegen könnt ihr nicht mit der festen Welt interagieren, aber ihr könnt pusten, dann damit einen Wind machen und damit halt den Ballon so durch verschiedene Hindernisse zu lotsen. Macht sehr, sehr viel Spaß, kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Ist sogar eines der ganz, ganz frühen Titel des Gameboys, aber dafür hat das so viel Charme, also echt top umgesetzt, kann ich wirklich nur jedem Puzzle-Interessierten empfehlen, auf
jeden Fall. Das war es jetzt Gameboy-mäßig, was ich mir außerhalb der Pixelbörse geholt habe. Dann habe ich noch eine eBay-Auktion gewonnen. Ein kleines Set mit einigen Game Gear-Spielen. Wie ihr wisst, ich möchte bei dem Game Gear mal so ein bisschen mehr Liebe hier auf YouTube bringen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Game Gear zu unterrepräsentiert ist. Okay, ich hatte damals auch kein Game Gear. Ich habe immer so neugierig drauf geschielt. War immer sehr fasziniert davon. Und da will ich jetzt einfach die Bibliothek jetzt einfach mal so ein bisschen erforschen und euch daran an meiner Reise quasi teilhaben lassen. Und ich finde einfach, Game Gear gibt es zu wenig Content. Genauso übrigens wie für DOS-PCs. Ich hab keine Ahnung warum. Ich denke mal, okay, letzteres DOS-PCs, ja, ist halt nur so eine Sache, auf modernen Computern alte Computerspiele zu spielen und so weiter. Und ich sag mal, so ein altes Super Nintendo, da stellt man sich wahrscheinlich eher mal schon mal hin, als jetzt so einen alten Retro-Computer, wo alles vernünftig läuft, weil das natürlich auch viel Platz einnimmt und so weiter. Könnte vielleicht ein Grund sein, aber nur eine Vermutung. Und zwar war dabei, habe ich das sehr günstig, also 4 Spiele für, boah, ich glaube 11 Euro gezahlt. Also durchschnittlich so Pi mal Daumen 2,50 Euro im Schnitt für das Spiel. Kann man mal machen, würde ich sagen. Es sind natürlich keine Superklopper dabei. Eins habe ich schon natürlich doppelt gehabt, aber na gut. Fangen wir an. Und zwar Ayrton Senna's Monaco GP2. Ja, ist im Prinzip, spielt sich das so ganz grob wie Formel 1 auf den Gameboy, natürlich etwas grafisch besser. Was mich zuerst überrascht hat, ist, dass der Bildschirm zweigeteilt ist. Oben habt ihr Strecke, unten habt ihr die Renn-Action. Aber was sehr, sehr gut beim Fahrgefühl, ich war zuerst etwas verwirrt, aber eingebaut ist, ist zwar das Schalten, das Gang hochschalten. Und zwar habt ihr halt mit dem linken Knopf bremst ihr, mit dem rechten Knopf gibt ihr Gas logischerweise. Und immer wenn ihr Gas gibt, schaltet ihr auch automatisch einen Gang hoch und beim Bremsen schaltet ihr einen Gang runter. Und dadurch muss man halt immer zweimal drücken, einmal hochschalten, zack, Gas geben und so weiter. Das finde ich, das hört sich etwas komisch an, aber wenn man es einmal drauf hat vom Gefühl, ist das echt gut. Das ist also nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Aber ansonsten, naja, gut, ein Formel 1 Spiel. Ich habe ein paar Rennspiele. Es sieht vernünftig umgesetzt aus, aber es ist natürlich jetzt nicht unbedingt mein Genre. Dann war als zweites Spiel dabei Crash Dummies. Ja, da habe ich kurz reingespielt. Das scheint im Prinzip 1:1 wie die Version für den Game Boy zu sein. Da habe ich ja auch schon einen Test zugemacht. Ja, also im Prinzip Minispielsammlung, nur halt in Farbe. Sieht natürlich dadurch etwas besser aus. Ja, also ich schätze mal, das Fazit wird wie beim Game Boy sein. Ist okay, aber halt eine Minispielsammlung. Also ob man das heutzutage noch unbedingt braucht, würde ich nicht unbedingt sagen. Ne? Denn das Spiel habe ich schon, das Jungle Book. Da habe ich ja, wo ich ja noch diese Konsolenkrieg-Folgen gemacht habe, die ich dann irgendwann eingestellt habe, weil irgendwie der Aufwand dann doch einfach zu hoch der war, der dahinter steckte. Und ja, es kam auch damals von den Klickzahlen her nicht ganz so gut an wie die klassischen Tests. Deswegen habe ich eigentlich diese Serie eher eingestampft. Ja, ist ein solides Spiel auf jeden Fall. Schöner Virgin-Plattformer zu einem Zeichentrick aus den 90ern. Jeder, der eigentlich weiß, Virgin Interactive hat ja damals viele dieser Zeichentrick-Umsetzungsplattformer gemacht, so nenne ich es einfach mal. Und die spielen sich alle sehr ähnlich, sind vom Stil her ähnlich. Das erwartet euch hier im Prinzip. Und dann als viertes The Ottifans. Ja, da habe ich auch schon quasi einen Test dazu gemacht. Und zwar für die Master System Version. Und als ich reingespielt habe, das erste Level, das ist im Prinzip genauso, spielt sich genauso auch mit dieser wilden Kamera-Rucklern, was so ein bisschen verwirrend ist manchmal. Aber scheint im Prinzip, das war ja damals üblich, dass man für das Game Gear und für das Master System quasi parallel entwickelt hat, weil anscheinend die Technik so sehr teilen. Ja, ist ein solider Plattformer. Ist natürlich Ottifans. Ottifanten ist natürlich sehr sympathisch, kann man auch nicht viel falsch machen. Das war quasi aus dem eBay-Deal. Ja, und dann habe ich mir noch ein paar Switch-Spiele geholt. Und zwar gleich am Monatsanfang, als es rauskam, die Diablo 3 Eternal Collections. Ne? So spiegelt es nicht ganz. Ja, Diablo 3 mag ich, habe ich damals auf dem PC gerne gespielt, aber nicht übermäßig. Und ja, ich war jetzt neugierig, wie das auf die Switch portiert wurde und ich muss sagen, das haben sie gut gemacht. Ich war sehr skeptisch, ich bin ja PC-Spieler, ob man da bei dem Genre das mit der ohne Maus vernünftig hinkriegt, war ich sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen. Aber spielt sich sehr gut, Tastenbelegung ist super, spielt sich sehr flüssig von der Hand. Ich habe jetzt mit der Necromantin angefangen, sehr schönes Spielgefühl, macht auf jeden Fall einen sehr, sehr runden Eindruck. Also auf der Switch könnt ihr das sehr gut spielen. Läuft auch in 60 Frames per Second, sowohl im Handheld-Modus als auch im Dock-Modus. Wo im Handheld-Modus bin ich jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube schon.
Rocket League, auch wenn volle Action auf dem Bildschirm ist, kann ich euch empfehlen. Denn als nächstes hat Amazon für gewisse Zeit eine 3 Switch-Spiele für 100 Euro Aktion. Und da habe ich mir jetzt auch so ein paar Titel geholt, die mir vorher auch so ein bisschen teuer waren. Also als erstes von dem Paket habe ich mir Pokémon Let's Go und zwar die Evoli-Edition geholt. Ja, mit Pokémon, das kam mir so etwas spät für mich. Da war ich schon so in dem Alter, wo man, ach, das ist doch Kinderkram, das ist gar nicht so cool. Deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so sehr auf diese Pokémon-Spiele fixiert, aber das hat mich dann doch etwas überzeugt, weil ich schon neugierig ist, weil natürlich diese Spiele auch sehr hoch gelobt werden. Und ich habe halt gelesen, dass das quasi so eine Art Remake des ersten Teils ist, allerdings so ein bisschen ja, casualisiert, das heißt so etwas einfacher gemacht. Und da ich ja Einsteiger bin, ist das natürlich für mich das Perfekte. Ne? Ich habe jetzt aber nur ganz kurz reingespielt, weil ich gar nicht so viel Zeit zum Spielen hatte, nämlich weil ich die ganze Zeit nämlich mit einem anderen Spiel verbringe momentan, was ich euch gleich zeige. Aber ja, macht einen soliden Eindruck, würde ich sagen. Ne? Also ich bin schon mal gespannt, wenn ich mir etwas mehr Zeit habe und auch mehr einsteigen kann. Also Pokémon Let's Go Evoli war auf jeden Fall auch dabei. Dann habe ich mir noch geholt, Kirby. Ja, da war ich auch schon sehr, sehr neugierig drauf, als das rausgekommen ist. Mich hat es aber immer abgeschreckt, weil ich gelesen habe, dass das vielleicht so 4-5 Stunden Spielzeit hat und dann für einen vollen Preis von 50 bis 60 Euro irgendwie. Und bei Nintendo-Spielen weiß man ja normalerweise, die fallen nie in den Preis großartig. Das war mir dann doch vom Preis-Leistungs-Verhältnis viel, viel zu teuer. Ja, aber jetzt durch diese Aktion habe ich das natürlich jetzt so gesehen günstiger bekommen. Das ist denn okay. Also immer noch am oberen Rand für mich für 4-5 Stunden, weil das hat natürlich jetzt, glaube ich, auch nicht so großen Wiederspielwert. Beziehungsweise, glaube ich, kann man den Level dann ja nochmal neu spielen, um dann wirklich alles einzusammeln und so weiter. Aber der Typ bin ich nicht. Dafür habe ich auch viel zu viele Spiele, die dann auch noch meine Aufmerksamkeit brauchen. Das habe ich jetzt noch so gar nicht getestet und angespielt. Deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Und warum? Wegen dem Spiel hier. Das raubt mir wirklich momentan Switch-mäßig. Ich bin da so angefixt von dem Spiel. Und zwar Moonlighter. Kann ich euch nur jedem empfehlen. Es ist ein wirklich interessantes Spiel. Und zwar ist es so, dass ihr einen Ladenbesitzer in einer Stadt spielt. So, ihr habt so einen typischen Laden, wo ihr, das kennt ihr wahrscheinlich von jedem Rollenspiel, wo ihr hingeht und euch irgendwelche Zutaten und so weiter kauft. So ein Ladenbesitzer seid ihr. So, das seid ihr aber am Tag. Denn nachts zieht ihr in die Dungeons des Dorfes und besorgt denn die Sachen, die ihr tagsüber verkauft. Und natürlich verbessert ihr dadurch da auch eure Ausrüstung und so weiter. Jedes Mal, jeder Dungeon ist immer so ein bisschen neu. Also es gibt natürlich verschiedene Arten von Grunddungeons, aber die Räume und so weiter werden halt immer neu aufgeteilt. Dadurch ist quasi die Gegner immer dieselben und die Grundstruktur natürlich immer dieselben. Aber es ist halt immer doch was anderes. Jeder One ist dadurch anders. Ihr kriegt immer was anderes, was ihr einsammelt. Dann verkauft ihr die Gegenstände und dann könnt ihr euch eure Ausrüstung verbessern. Dann könnt ihr halt in den nächsten Dungeon, der etwas schwerer drin ist und so weiter und so weiter. Und dadurch kriegt man wirklich so eine sehr, sehr schöne Art Suchtspirale, wo man einfach immer mehr will. Immer mehr will, immer noch eine Ebene weiter in den Dungeon, bessere Ausrüstung und dann kannst du noch eine Ebene weiter und so weiter und so weiter. Hat natürlich so ein bisschen ordentlich gegrindet mit dabei, wo ihr dann schon mal, sagen wir mal, 5, 6 Mal, 7, 8, 9 Mal teilweise wirklich in den Dungeons runter müsst, um erstmal Sachen zum Verkaufen zu organisieren, damit ihr halt genug Geld habt, um eure Ausrüstung zu upgraden und so weiter. Ist natürlich einiges an Fleißarbeit dabei, aber irgendwie auch der Stil, die Musik ist so herrlich und ja, also die Dungeons spielen sich übrigens wie so die klassischen 2D-Zelda im Prinzip. Natürlich nicht exakt, ganz so viele Gegenstände wie ein Bumerang oder sowas habt ihr nicht. Ihr könnt dann zwischen Waffensets wechseln und so weiter, das geht, aber mehr auch nicht. Aber es ist auf die Basics beschränkt, aber das ist auch gut so. Es macht sehr, sehr viel Spaß und die Musik, diese Stadtmusik, herrlich. Kann ich wirklich nur jedem, wirklich jedem wärmstens ans Herz legen. Das ist wirklich eine Indie-Perle. Kostet Vollpreis 40 Euro. Das ist es wert. Holt's euch. Auf jeden Fall. So, das waren jetzt die, die ich mir so geholt habe. Und jetzt machen wir einen kleinen Schnitt und dann kommen wir zur Pixelbörse.
So, und jetzt kommen wir zur Pixelbörse in Düsseldorf. Finde ich eine wunderbare Veranstaltung. Die Location ist sehr, sehr schön dort im Zack. Man findet super Parkplätze vor Ort. Und das Ganze ist einfach nicht so überfüllt wie andere Retro-Börsen. Deswegen fahre ich da eigentlich immer ganz gerne hin. Leider verpasst man das irgendwie so schnell, weil die jetzt keine eigene Seite haben. Und dann muss man wirklich bei der Facebook-Gruppe denen folgen. Aber jeder, der so ein bisschen im Einzugsgebiet von Düsseldorf wohnt, kann ich wirklich diese Veranstaltung sehr, sehr gut ans Herz legen. Haben natürlich auch einige Leute getroffen und mich mit dem unterhalten, vor allen Dingen mit dem Weidemann, dem Retro-Zone, seiner Angetrauten und dem Huli-Nerd. An dieser Stelle viele Grüße an euch. Mein Gott, wenn ich mal richtig aussprechen könnte. War sehr, sehr schön, sich mit euch zu unterhalten und eigentlich schon dafür hat sich schon die Börse auf jeden Fall gelohnt, beziehungsweise ja, Pixelbörse heißt es ja. Aber wie gesagt, ich kann euch diese Veranstaltung wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Macht sehr, sehr viel Spaß dort auf jeden Fall. Ja, dann habe ich natürlich auch mir einige Sachen gekauft und fangen wir mal mit den Retro-PC-Kram an, und zwar The 11th Hour. Das ist das Nachfolgerspiel von The Seventh Guest. Oh Gott, diese THs immer auszusprechen, schlimm. Der PC-Veteran dürften die Spiele eigentlich ein Begriff sein. Das war damals von Sierra und damals kamen ja die CDs auf. Und die ganzen Entwickler dachten, da passen so viel Megabyte drauf. Wie sollen wir das denn voll kriegen? Ja, mach mal Realfilmaufnahmen drauf. Ja, haben sie gemacht und deswegen kam ja damals nicht nur auf dem PC, sondern auch bei dem Sega CD Add-on diese Full-Motion-Videospiele auf. Und The Seventh Guest, das war sehr, sehr erfolgreich und da gab es natürlich auch einen Nachfolger. Ja, war sehr günstig, habe 3 Euro bezahlt beim Woody. Sehr, sehr faire Preise. An dieser Stelle viele Grüße an dich auf jeden Fall. Dann habe ich mir von ihm auch noch einen Klassiker geholt, und zwar Age of Empires. Ich glaube, dazu muss ich echt nicht viel sagen, oder? Meisterhafte Strategieserie. Das ist jetzt natürlich nicht das Original-Release, sondern das ist gleich hier mit dem Expansion-Pack der Aufstieg Roms mit dabei. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Jetzt habe ich es endlich. Habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Echtzeit-Strategie-Fans, die kennen das Spiel natürlich. Man kann es momentan, glaube ich, auch auf Steam als HD-Remake kaufen. Oder war es der zweite Teil? Nee, ich glaube, den ersten Teil konnte man sich kaufen. Auf jeden Fall empfiehlt sich sehr und ich glaube, das kriegt man auch so mit Mühe, mit Hängen und Würgen sogar auf einem modernen Computer zum Laufen, aber da keine Garantie. So, und das waren die PC-Sachen und dann gab es natürlich noch ein paar Super Nintendo-Spiele, die habe ich an einem Stand geholt. Die haben so eine kleine Aktion gehabt, wenn man 3 Spiele gekauft hat, dann hat man 15% Rabatt auf die Gesamtsumme gemacht. Das habe ich natürlich ausgenutzt und mir dann halt auch 3 Spiele geholt. Und zwar fangen wir an, Toy Story. Ja, da denkt man vielleicht so im ersten Augenblick, Toy Story, Kinofilm, Kinderkino oder Animationszeichentrick-Kinofilm, ist bestimmt eine mistige Lizenzversoftung. Nein, das Spiel soll in der Tat richtig gut sein, vor allem auch, weil zwischendurch mal die Spielstile wechselt und nicht nur so ein Standard-Jump'n'Run ist oder ähnliches. Also da habe ich wirklich mal Bock drauf, mal näher einzusteigen. Das soll wirklich, wirklich gut sein. War auch relativ günstig, wie gesagt, durch diese 15%-Aktion sowieso. Kann man nicht viel falsch machen mit. Denn natürlich vom selben Stand, da war mir der Name so sehr interessant, Utopia. Und zwar hab ich mir so ungefähre Vorstellung gehabt, weil das riecht eigentlich irgendwie so nach einem Aufbauspiel oder ähnliches. Der Händler, mit dem ich mich kurz unterhalten habe, meinte auch von wegen, das ist sowas wie SimCity. Ich habe jetzt kurz reingespielt, ich fand die Menüführung, ihr seht es ja wahrscheinlich auch bei den eingeblendeten Aufnahmen, sehr verwirrend, sage ich mal. Also das ist wirklich nicht einfach so ein Pick-up-and-Play-Spiel. Da muss man sich wirklich, glaube ich, erst ein bisschen reinfuchsen. Aber bin ich mal gespannt, wenn ich das mache. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und Aufbauspiele spiele ich ja grundsätzlich gerne. So, und dann noch als letztes King of Monsters. Ja, das scheint ein solides Klopfspiel zu sein, wo man ja in eine Monsterrolle schlüpft. Hätte keiner gedacht. Ja, und gegen andere Monster kämpft. Aber das Gute ist halt, man ist halt so groß. Und dadurch kämpft man in einer Stadt und dann hat man auch so ein paar Kollateralschäden. Da kommt man einmal ein Militärhelikopter, den man mit kaputt machen kann und so weiter. Sieht auch sehr interessant aus, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber auch da habe ich bisher nur kurz reingespielt, kann ich jetzt keine tiefergehende Meinung mehr bilden. So, das waren die Super Nintendo Spiele.
Und dann habe ich natürlich auch ein Spiel für den Game Gear, ne, für den ich ja gerade den Lanze gesprochen habe, geholt. Und zwar Alien 3. Ja, sah interessant aus. Alien 3, dachte ich, kannst du nicht viel falsch machen. Ich habe jetzt reingespielt. Ja, macht Spaß, würde ich sagen. Also gefällt mir persönlich besser als der Gameboy-Titel, muss ich sagen. Weil das so ein bisschen mehr straightforward ist auf jeden Fall. Aber ja, freue ich mich auf jeden Fall mal genauer einzusteigen. Mehr Game Gear Spiele, die mich interessiert haben, hatten es leider nicht großartig. Und wenn, dann halt nur gleich die teuren. Und ich wollte natürlich jetzt erstmal so für den Anfang so die billigen abdecken. Ne? Wie gesagt, auch da ist natürlich der Game Gear so ein bisschen unterrepräsentiert. Ich weiß gar nicht, ist der wirklich so gefloppt damals? Aber ja gut, so erfolgreich wie der Game Boy war er natürlich nicht, ne? Klar. Aber so selten? Keine Ahnung. So, kommen wir zu den Gameboy-Spielen. Und zwar habe ich mir für 2 Euro beim Hoodie auch am Stand geholt. Mary-Kate und Ashley Olsen. Ja, warum ich mir das geholt habe, könnt ihr euch ja wahrscheinlich vorstellen, ne? Für welche Videoserie. Also, na, ist klar. Also, irgendwann könnte ich was mal mit den beiden eine Folge kommen. Von dem Spiel erwarte ich mir natürlich überhaupt nichts. Und das kommt natürlich in die Quälzig-Serie. Klar. So, und dann ein weiterer Titel, den habe ich auch schon länger so ein bisschen auf meiner was ist das denn Liste gehabt, The Pagemaster. Ja, auch das war ja auch damals ein Film. Beim Reinspielen kam so ein bisschen allerdings die Ernüchterung, es scheint denn doch eher eine lieblose Lizenzversoftung zu sein. Ich fand die Steuerung irgendwie so komisch. Und zwar rennt der Protagonist immer super schnell und was ich auch mal bemängle bei der Quetzig-Serie, ihr kennt das, ne? Ihr lauft in ein Spiel und dann stoppt ihr, aber der läuft noch so ein bisschen weiter. Und das mag ich nicht. Ich möchte, so wie, das macht ja Mario nicht umsonst so, wenn ihr lauft und anhaltet, dann bleibt der auch stehen. Ne? So sollte es sein. Und deswegen hat man so einen Grundeindruck von so einer schwammigen Steuerung. Gefällt mir nicht. Das ist auch jedes weitere Wort irgendwie, ich glaube, übertrieben. Denn Alfred Chicken, ja, ist ein sehr günstiges Spiel, muss ich sagen. 4 Euro habe ich bezahlt, sehe ich hier gerade. Ja, war ich eigentlich wegen dem Titel neugierig, ehrlich gesagt. Scheint so eine Art Jump'n'Run zu sein, auf jeden Fall. Wo man so ein bisschen Vertikalität hochgeht. Also ich habe jetzt nur das erste Level angespielt. Ja, scheint aber vom Prinzip her doch interessant zu sein. Auch mal was anderes als nicht diese Standard-Plattformer auf jeden Fall. Also natürlich ein Plattformer, aber nicht kein Standard-Plattformer. So. Bin ich mir auch mal gespannt, da näher einzutauchen auf jeden Fall. Vor allem wegen dem Titel. Also Alfred the Chicken. Oder ist das wieder eine Comic-Vorlage, die mir irgendwie in Gang ist? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, bei vielen Spielen, wo es eine Comic- oder Zeichentrick-Vorlage gab, die kenne ich nicht. Keine Ahnung. Also keine Garantie. Denn was etwas hochpreisiger war, was auch so ein bisschen interessant war, Mole Mania. Ich weiß, das habe ich auch schon so ein bisschen den Namen immer mal wieder gehört. Das ist richtig gut. Also ich habe da kurz für die Videoaufnahmen reingespielt. Das ist richtig gut. Und zwar ist das von der Draufsicht her, da habt ihr so Labyrinthe. Und ihr seid ein Maulwurf, wie der Name ja schon sagt. Und ihr müsst uns halt zum Ausgang geraten. Aber da sind natürlich teilweise Steine im Weg oder andere Hindernisse. Ist ja blöd. Aber ihr seid ja ein Maulwurf. Also, was macht ihr? Grabt euch in die Erde. Und da sieht natürlich dann ganz unten ganz anders aus. Geht denn dahin, wo ihr hin wolltet, könnt ihr euch wieder ausgraben und schon habt das Hindernis überwunden. Natürlich gibt es dann auch unten andere Hindernisse und dann muss man schon mal ein bisschen immer hin und her gucken. Aber vom Spielprinzip her finde ich das echt gut. Also da freue ich mich auch schon mal wirklich, denn mal länger Zeit rein zu investieren, ist mal was anderes. Ne? Und das ist echt, echt gut. Also da habe ich wirklich Spaß dran. So, und als letztes Spiel für den Game Boy habe ich mir noch geholt Street Fighter 2. Weil ja immer wieder gesagt wurde, wie gesagt, dieser, ob wir bei Killer Instinct, das Game Boy ist bei diesen 1:1 Klopp-Spielen, nenne ich das immer. Ich weiß gar nicht, was da der professionelle Begriff ist. Prügelspiel oder Brawler ist ja eher so wie Double Dragon mäßig, ne? Wo man halt so Massen hat. Ha. Aber ne, wir haben ja einige Experten des Genres da. Entschuldigung, ihr könnt mich ja gerne aufklären. Ja, da wurde ja immer wieder gesagt, dass das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt ist, wo ich ja immer etwas skeptisch bin bei dem Genre. Aber ich habe reingespielt und top, kann man
echt nicht meckern. Also da freue ich mich auch schon, meinen Test drüber zu machen. Das geht wirklich super von der Hand. Es scheinen auch so alle grundsätzlichen Special Moves vom Super Nintendo her rüber geschafft. Oder ja, eigentlich von der Arcade her ist es ja original rüber geschafft zu haben. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. So, und bevor ich es vergesse, mein Highlight. Ein Gameboy-Tragekoffer von damals. Herrlich. War nicht gerade billig, aber dafür super erhalten. Da zahle ich gerne mal 2-3 Euro mehr, wenn der Zustand halt stimmt. Ach, sowas habe ich schon lange gesucht und das Problem ist nur irgendwie ins Regal. Der ist echt massig. Mal gucken, wo ich den gut unterbringe. Herrlich. Super Zustand. So ein Ding wollte ich immer mal haben. Was mir jetzt echt noch fehlt, ist diese original Gameboy Gürteltasche. Die hatte ich nämlich damals. Aber die habe ich bisher nirgendwo im guten Zustand irgendwo rumliegen sehen. Aber mein, so ein bisschen mein heimliches Highlight der Pixelbörse auf jeden Fall. Als ich das gesehen habe, habe ich mich sofort in das Ding verliebt und musste es haben. Herrlich. Nee. Das war jetzt meine Pickups. Also wie gesagt, ich habe eigentlich ganz gut abgesahnt, würde ich sagen. Sowohl in der Pixelbörse als auch davor. Aber wie gesagt, dafür reicht es jetzt auch dieses Jahr. Ich muss jetzt erstmal wirklich jetzt versuchen, die ganzen Spiele irgendwie zu spielen. So, das waren also wieder mal meine Pickups. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und ich habe noch einen kleinen Aufruf. Und zwar läuft das mit meinen Abonnenten momentan ja gar nicht mal so schlecht. Und vielleicht schaffe ich es da sogar dieses Jahr, meine 500 Mark zu knacken, und zur Feier dieses Ereignisses würde ich auch gerne wieder so ein Frage-Antworten-Video machen. Das kam mir beim letzten Mal ja sehr, sehr gut an. Also, falls ihr mal Fragen habt für das Jubiläumsvideo, egal ob es dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, schauen wir mal. Aber vielleicht könnte knapp werden, aber vielleicht wird sogar dieses Jahr etwas, wenn es so weiterläuft. Wenn ihr Fragen habt, haut es in die Kommentare rein. Das kommt dann alles in dem Video dran. Also, danke, dass ihr zugeschaut habt. Macht's gut. Tschüss.